Wir drehen hier das fünfte und letzte Video unserer Zombie-Chronik und hier geht es vor allem um den Kontrast zwischen hässlich und schön. Was wir hier heute machen, ist total geil. Die Location ist wunderschön, da muss man gar nicht viel machen. Wir nutzen die natürliche Lichtfront, die von den Fenstern hier kommt, und verstärken die einfach ganz minimal mit unserer Nova, die hier auf dem Rollstativ ist. Und von der anderen Seite nehmen wir mit einem Negative Flag einfach das Fill-Light in den Gesichtern raus, dass wir einen richtig geilen Kontrast bekommen. Das Problem daran ist natürlich, später wird hier die Sonne reinkommen, sprich wir haben Look-Veränderungen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass es ein Musikvideo ist. Dafür sind wir relativ flexibel, relativ schnell, kriegen mega viele Shots hin und die sehen alle geil aus. Hoffe ich. Im Endeffekt kam uns die Veränderung des Lichts extrem entgegen, denn je hässlicher die Geschichte im Verlauf des Videos wird, desto schöner und sonnendurchfluteter wird der Raum und das ist ein richtig geiler Kontrast. Requisite ist einerseits ein Thema, was lange vorm Dreh losgeht, wo man sich wirklich überlegen muss, was brauchen wir alles, wo kriegen wir es her und an welcher Stelle vom Dreh brauchen wir es. Am Set selber möchte ich damit aber so wenig wie es geht zu tun haben und bin deswegen froh, Leute zu haben, die sich darum kümmern. Geh kurz und kurz. Denn auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, häufen sich Requisiten extrem schnell und im Worst Case verliert man die Übersicht. Robin hat als einzige Aufgabe heute, sich um sein Lätzchen zu kümmern und es ist schon viermal verloren gegangen. Requisiten, Ausstattung, Kostüm ist immer ein schwieriges Thema mit solchen Leuten. Deswegen kann es wirklich nur, ich kann es nur empfehlen, holt euch geile Leute ans Set, die das im Griff haben, wie zum Beispiel unsere Bunny. Es gibt offenbar einen Hashtag des Tages. Also der Hashtag des Tages ist Lätzchenmanagement. Gedreht haben wir das Musikvideo auf drei Kameras, auf unserer Canon R6, C70 und C300 Mark III. Die R6 war dabei dauerhaft auf dem Gimbal aufgebaut und dementsprechend schnell greifbar für die paar Gimbal-Shots, die wir hatten. Scheiß Job. Einfach ein scheiß Job. Bleib hier, kann ich da. Unsere Hauptkamera war die Canon C70, meine aktuelle Lieblingskamera. Der Formfaktor und das Gewicht ist einfach super geil, weil man sehr schnell und sehr flexibel mit der Kamera umgehen kann. Du musst einfach nur die Kamera in den Raum werfen. Und für unsere Stativshots hatten wir die C300 Mark III, die ja den gleichen Sensor hat wie die C70 und deswegen auch perfekt matcht. Eigentlich spiele ich das auch gar nicht. Ich lasse einfach mal mein wahres Ich hier raus immer. Okay. Ich habe hier seit langer Zeit mal wieder die Doppelrolle als DP und Regisseur in einem übernommen und muss sagen, es nimmt einem wirklich krass viel kreative Energie weg. Ich bin super froh, dass normalerweise Joscha sich voll auf die Regie und ich mich voll aufs DP-Dasein konzentrieren kann. Beides in einem finde ich persönlich ein bisschen too much. Aber mit Venues drehe ich seit über 6 Jahren und wir haben wirklich eine extrem harmonische Kommunikation. Oh, können wir bitte mal im Sommer drehen? Mir ist so kalt. Wir drehen im Sommer. Es ist so heiß. Die Kampfszenen waren in meinem Kopf eigentlich so das Kernthema des Videos, auch wenn es im finalen Produkt nur ein paar Sekunden sind. Und wir hatten einige Ideen und Vorstellungen, aber noch nie zusammen geprobt. Das heißt, wir haben vor Ort wirklich viel probieren müssen, auch was trauen sich die Bandmitglieder und was können wir problemlos machen, ohne dass irgendjemand sich das Genick bricht. Okay, und du musst eigentlich richtig auch wegfallen. Ich wollte es einfach nur selber machen, es gab keinen Grund dafür. Und ich muss sagen, mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Die haben sich alle super krass reingehängt. Und wir haben, finde ich, wirklich sehr bescheuert schöne Ergebnisse bekommen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Projekt. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ich bin wirklich baff, wie gut alle Beteiligten mitgearbeitet haben. Und das gilt auch für die Band, die keine Schauspieler sind und sich über die 5 Videos immer weiterentwickelt und in ihre Rollen reingefunden haben. Super geil, super krass. Ich bin am Arsch! Für die Leute, die den Kanal nicht kennen, hier gibt es in der Regel 4 bis 5 Mal die Woche neue Videos aus unserem Filmemacher-Alltag. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben und, weiß ich nicht, schickt das Video allen Leuten, die ihr kennt, damit wir weltberühmt werden. Damit ihr viel Zeit habt zu überlegen, ob ihr wirklich abonnieren wollt, lassen wir einfach noch ein paar Szenen random laufen, die euch zeigen, wie es wirklich am Set zugeht. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.
fress ihn noch. Ich formatiere die Karte. Ich tue es wirklich. Ich weiß nicht, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Free Lisa. Lisa geht's gut, wirklich, ich schwöre.